Willkommen bei Japans Next Topmodel. Aha. Ja, also ich habe gerade erfahren, wir sind hier gar nicht bei Japans Next Topmodel. Wir sind hier beim großen Wohltätigkeitskampfturnier, dessen Einnahmen gerecht zwischen den therapiebedürftigen, zwangsverschwulten Anime-Charakteren und Katzenbabys aufgeteilt werden. Und nun heißen wir den großartigen Kämpfer, der es bis ins Finale geschafft hat, willkommen. Er sieht nicht nur verdammt gut aus, er... Naja, er sieht einfach nur gut aus. Einen stürmischen Applaus bitte für Ranma Saotome! Yeah, Baby, ich sehe so gut aus. Und nun wollen wir auch noch seinen Kontrahenten, einen der großartigsten Krieger unserer Zeit, in die Arena bitten. Den ehrwürdigen Meister Hokage! Oh. Aber was ist denn das? Als ich Hokage das letzte Mal gesehen habe, war er irgendwie größer und auch älter und vor allem männlicher. Ein neues Jutsu vielleicht, aber wenn das sexy no Jutsu sein sollte, hat es nicht besonders gut funktioniert. Hey, was soll das heißen? Ich bin total sexy. Nein, bist du nicht. Du bist überhaupt nicht sexy. Bin ich wohl? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Klären wir das in einem Du-Du-Du-Duell. Na schön, wenn du unbedingt verlieren willst. En garde, wer gewinnt, ist sexy. Ranma. Menschen liegen mir zu Füßen, wenn ich komme. Auch bevor sie deinen Atem riechen? Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ha, vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Niemand wird mich verlieren sehen, auch du nicht. Du kannst so schnell davonlaufen. Es reicht, es reicht. Es ist mir zu blöd. Eins, zwei, drei. Hokage ist besiegt. Und der Gewinner heißt Ranma. Ja. Ich sehe nicht nur gut aus, ich bin auch sexy. Ja. Und hier ist dein Preis. Ein Fotoshooting für das Cover der japanischen Cosmopolitan. Also, eigentlich hätte ich ja lieber was zu essen. Dann komm, gehen wir was essen. Naja, wenn er den Preis nicht will, ich wüsste da schon einen Verwendungszweck. Haruhi! Das Flying Sushi Theater präsentiert Keine Zeit zu trauern. Sehr frei nach Shakespeares Macbeth und Ranma 1/2. An einer Stelle im Wald. Nein, 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 die Batterien. Oh Gott, das war der Endgegner. Fast hätte ich Dragon Ball Budokai 23 Shippuden Extreme Ultimate Reloaded Revenge ausgespielt. Aber Akane, das ist doch nicht so schlimm.
Wir kaufen einfach neue Batterien. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Weißt du denn, wann ich das letzte Mal gespeichert habe? Das war vor Ewigkeiten. Ich hätte da einen gewissen Code. Damit kommst du direkt vor den Endgegner. Ew, sehe ich aus wie ein Cheater? Aber für dich ist das doch überhaupt kein Problem, das doch einmal zu schaffen. Du hattest doch bis jetzt auch keine Schwierigkeiten. Vor allem mit Son Goku bist du doch schon so weit gekommen. Stimmt, er liegt mir wirklich besonders gut. Und die Dragon Balls habe ich mit ihm ja auch in Rekordzeit gesammelt. Und nach diesem letzten phänomenalen Sieg wird er bestimmt der stärkste Kämpfer werden. Natürlich, Schwester. Das ist ja auch sein Schicksal. Naja, er ist ja auch der Hauptcharakter. Wer sollte es sonst werden? Hast du gehört, was die drei Fremden da gesagt haben? Große Zukunft vor dir. Ja. Naja, wenn das mit den Höschen im Wald nicht wäre, wäre seine Gefährtin ja auch sehr nahe dran. Höschen? Komm, lass uns mehr in Erfahrung bringen. Entschuldigt, was habt ihr gerade über die Höschen gesagt? Naja, wer möchte sein Höschen schon von jemand anderen getragen sehen? Auf dem Kopf. Höschen hin oder her. Was könnt ihr uns noch über den stärksten Kämpfer berichten? Naja, der letzte Kampf ist doch wohl jetzt schon legendär. Ich meine, seine Technik. Tja, jahrelanges Training. Ja, nicht viele haben bisher dieses Level erreicht. Und du bist dir sicher, dass er stärkster Kämpfer wird? Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Naja, bei jemandem mit solchen Fähigkeiten, dieser Ausdauer und einer solchen Intelligenz, kann es ja auch gar nicht anders kommen. Wie wahr? Er denkt, wir sprechen über ihn. So eine Gelegenheit kann man sich doch nun wirklich nicht entgehen lassen. Kommt, ihr solltet besser aufbrechen. Genug der Prophezeiungen. Euer Schicksal wartet auf euch. Habt eine gute Reise. Auf Wiedersehen. Tschüss. Seltsamer Haufen. Denkst du nicht, dass da was dran sein könnte? Seit wann glaubst du an Wahrsagerei? Naja, was sie prophezeit haben, ist jetzt nichts wirklich Ungewöhnliches. Also, ich weiß ja nicht, was es mit dem Höschen auf sich hat. Aber du, stärkster Kämpfer, gegen den ungeschlagenen Meister Happusai hast du doch im Leben keine Chance. Na, du hast ja viel Vertrauen in mich. Ach ja, endlich einmal jemand, der einen wahren Dragon Ball Budokai 23 Shippuden Extreme Ultimate Reloaded Revenge Meister erkennt, wenn er ihn sieht. Aber Akane, wir würden doch niemals an deinen Fähigkeiten zweifeln. Ja, das ist auch besser so. So, und jetzt besorge ich neue Batterien. Warte, Akane, wie willst du denn ohne Geld Batterien kaufen? Sollen die nur laufen. Das eigentliche Spektakel wird hier stattfinden.